Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, Nick. Überhaupt schön, mal wieder vor Menschen sprechen zu dürfen und nicht immer nur in so komische Linsen hineinreden zu müssen, wie das die letzten anderthalb Jahre war. Wurde schon gesagt, ich bin Unternehmer, seit 36 Jahren in vielen Unternehmen engagiert, investiert, beteilige mich an vielen Forschungsprojekten zu technologischer oder gesellschaftlicher Transformation, bin viel im Ehrenamt unterwegs, in verschiedenen Klimaquartieren und so weiter. Im Endeffekt ist es so, und das ist vielleicht ganz wichtig für Sie zu wissen, ich bin jetzt nicht ein Hersteller oder Entwickler von irgendeiner Technologie, worüber Sie eben viel gehört haben, die dazu beitragen sollen, unsere Welt zu retten, sondern ich beschäftige mich in all meinen Engagements mit der Fragestellung, wie wird eigentlich unsere Welt von übermorgen aussehen? Und damit meine ich, wie wird sich unser aller Lebenswirklichkeit als Vater, als Mutter, als Unternehmer, als Politiker, als Gemeindemitglied, als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, wie wird sich unser aller Lebenswirklichkeit in den nächsten 15 Jahren verändern durch das, was jetzt gerade geschieht? Und ich denke, Sie wissen genauso gut wie ich, es sind vor allem diese sogenannten großen globalen Megatrends, die unsere Lebenswirklichkeit seit vielen Jahren, seit dem Beginn der Globalisierung in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, die das verändern. Und diese großen globalen Megatrends, die haben einen riesigen Nachteil, nämlich keiner von uns kann daran irgendwas ändern. Das passiert. Und es ist völlig uninteressant, ob Sie das wollen oder nicht, oder ich. Es geschieht. Okay, das ist doof. Das heißt aber auch, wenn wir über die Probleme, über die großen Probleme unserer Zeit sprechen, wie zum Beispiel die Klimakrise, muss uns immer klar sein, alle Lösungen, die irgendwie relevant sind, müssen von globaler Natur sein. Wir müssen Probleme, globale, riesige Probleme lösen. Es nutzt gar nichts, wenn wir Lösungen entwickeln, die vielleicht total toll sind an irgendeiner kleinen Stelle hier in Hamburg oder bei mir in Wuppertal, wo ich herkomme, sondern wir brauchen Lösungsansätze für die großen globalen Probleme unserer Zeit. Wir müssen aber auf der anderen Seite natürlich im Lokalen, ich hoffe, das Bild bricht nicht immer weg, wenn ich irgendwas tue, machen wir mal ab. Also wir müssen auf der einen Seite global denken, auf der anderen Seite aber tatsächlich genau lokal handeln, weil am Ende können nur wir hier vor Ort, Sie hier in Hamburg, Nick mit seinen Leuten, andere vielleicht, die hier heute sind, ich in Wuppertal, andere an anderer Stelle, wir müssen versuchen, diese großen globalen Fragen runterzubrechen auf unsere kleine Lebenswirklichkeit und all die Lösungen, die da jetzt entstehen, im Lokalen vor Ort umsetzen, weil am Ende kann jeder von uns nur seine kleine Welt retten, bei sich, in der Familie, im Unternehmen, im Quartier, wo immer wir wirken. Die beiden globalen Megatrends, die da jetzt stehen, Digitalisierung und Klimawandel, darüber sind wir uns, glaube ich, einig, beherrschen unsere Lebenswirklichkeit gerade. Und auch werden sie das in den nächsten 20 Jahren tun. Spannend ist, viele denken, die hätten nichts miteinander zu tun. Ich behaupte das Gegenteil, sie sind unfassbar eng miteinander verbunden. Ich hoffe, dass ich Sie in der nächsten Stunde davon überzeugen kann. Es gibt einen dritten globalen Megatrend, der sich aus diesen beiden heraus entwickelt hat. Und dieser globale Megatrend heißt: Nachhaltiges Wirtschaften wird zur Pflicht. Ich glaube, Felix hat darüber eben auch schon gesprochen. Das meint, dass jedes Unternehmen hier in Hamburg, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, in der Welt letztendlich es schaffen muss, in den nächsten 15 Jahren sich komplett klimaneutral, nachhaltig und in Form einer Kreislaufwirtschaft aufzustellen. Und jedes Unternehmen, was das nicht schaffen kann, weil der Business Case es einfach gar nicht zulässt, Klammer zu, oder weil es das nicht will, wird vom Markt ausgeschieden. Wird nicht mehr existieren können, weil der gesellschaftliche Druck jetzt schon groß ist, aber er ist noch nur lächerlich im Vergleich zu dem Druck, der in den nächsten 10 Jahren entstehen wird, weil Gesellschaft es nicht mehr akzeptieren wird, dass Unternehmen ihren eigenen Profit auf dem Rücken von Klima, Umwelt, Natur oder unserer Gesellschaft organisieren. Okay, jetzt werden einer von Ihnen vielleicht denken, naja, der Heinkes ist aber ziemlich optimistisch, was die neue Bundesregierung betrifft. So viel werden die vielleicht gar nicht hinkriegen, wer weiß. Ich glaube aber, das ist nicht nur eine Frage der Politik,
sondern es ist vor allem eine Frage der großen Unternehmen. Und ich glaube, dass der große Druck, der gesellschaftlich jetzt schon entstanden ist und der, wie schon erwähnt, in den nächsten Jahren noch massiv zunehmen wird, weil die Probleme massiv zunehmen werden, die wir spüren werden im Bereich des Klimawandels. Die Klimakrise geht ja definitiv weiter. Die hat ja gerade erst angefangen. Ich glaube, dass dieser Druck sich vor allem bei den großen Unternehmen auswirken wird. Und der Name ist eben gefallen, BlackRock. Das ist ein Unternehmen, das mächtigste Unternehmen der Welt. Die sind beteiligt an allen relevanten aktiennotierten Unternehmen dieser Welt. Und die sind definitiv nicht grün oder sonst irgendwas oder sozial, sondern die sind einfach gierig. Okay. Trotzdem, oder nicht trotzdem, sondern deshalb, hat der Chef von der Bude vor anderthalb Jahren zum ersten Mal allen CEOs von allen Unternehmen, an denen sie beteiligt sind, einen Brief geschrieben und hat gesagt, hört mal zu, Freunde, ich übersetze das jetzt mal so ein bisschen in meine Sprache, wir schauen uns eure Bilanzen mittlerweile nicht mehr so an wie früher, nur nach der Frage, wie viel Rendite macht ihr gerade, sondern wir gucken vor allem, wie nachhaltig wird eure Rendite erzielbar sein und dafür schauen wir hin, wie sehr hängt ihr zum Beispiel in der fossilen Falle. Und wenn wir zu der Erkenntnis kommen, dass euer Geschäftsmodell oder euer Wirken darauf schließen lassen, dass ihr eigentlich in den nächsten Jahren gar keine Chance habt, aus dieser fossilen Falle rauszukommen, dann wissen wir, wir werden mit euch in Zukunft nicht nachhaltig Geld verdienen können. Und darum geht's. Wir wollen mit euch Geld verdienen. Und das bedeutet, wir werden unser finanzielles Engagement bei euch beenden. Weil es macht keinen Sinn, bei euch engagiert zu sein, wenn wir wissen, ihr könnt nicht in den nächsten 10, 20 Jahren überleben und uns die Rendite bringen, die wir haben wollen. Das ist die Sichtweise von BlackRock und wie gesagt, die sind nicht sympathisch, aber an der Stelle durchaus sinnvoll positioniert. Es gibt viele andere Unternehmen, Apple, die BASF, die Telekom, Microsoft, Tesla, Volkswagen, alles Unternehmen, die sich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren damit beschäftigt haben und gesagt haben, wir wollen klimaneutral werden. Apple vor ungefähr einem Jahr, cool. Apple geht her und sagt, hey, wir wollen bis 2030 klimaneutral sein. Großartig. Dilemma an der Stelle, Apple stellt gar nichts her. Apple ist eine Ideenschmiede, eine Designschmiede. Und alle Produkte von Apple, die millionenfach von Menschen wie mir gekauft werden, werden letztendlich von mittelständischen Zulieferern in Deutschland, in Europa, vor allem in Asien hergestellt. Und was man verstehen muss, ist, in dem Moment, wo Apple dieses Ziel formuliert hat und gesagt hat, hey, bis 2030 werden wir klimaneutral, haben sie am gleichen Tag einen Brief an ihre Unternehmen geschickt, die ihre Zulieferer sind, und haben gesagt, übrigens, du auch. Weil ist ja logisch, wenn Varta es nicht schafft, die Batterien für diese Uhr klimaneutral herzustellen, als Zulieferer von Apple, dann wird Varta kein Lieferant von Apple mehr sein. So einfach ist die Welt. Und das bedeutet, und das haben viele im Mittelstand in Deutschland überhaupt noch nicht kapiert, das bedeutet, dass der Druck auf unsere mittelständische Industrie unfassbar groß gerade wird, weil alle diese großen Giganten diesen Anspruch einfach an alle ihre Zulieferer weiterleiten. Volkswagen macht das, Mercedes macht das, BMW machen das, alle machen das. Das ist auch gut so. Da ist auch noch viel Greenwashing dabei, seien wir ehrlich. Aber es ist gut, dass sie es tun. Und alle Mittelständler sind in der Phase, in der Situation, dass sie dem gerecht werden müssen, wenn sie ökonomisch überleben wollen. Meine Damen und Herren, schön vor ein paar Tagen, Christian Sewing, der Chef der Deutschen Bank. In 5 Jahren wird das Nachhaltigkeitsrating, Klammer auf, eines Unternehmens, Klammer zu, genauso wichtig sein wie das heutige Kreditwürdigkeitsrating. Ja, genau. Wenn das Rating nicht stimmt, kriegen sie keine Kohle mehr. Entschuldigung, Geld meine ich, ne? Also nicht die, die verbrennen. Aber Geld verbrennen wir ja auch oft. Also, ne? Sie werden nicht mehr finanziert von ihrem Finanzinstitut, weil die nämlich die gleiche Sichtweise mittlerweile haben wie BlackRock und sagen, der wird ja eh nicht überleben, warum sollen wir den finanzieren? Schauen wir kurz bitte auf dieses Bild. Da stehen Menschen an einem Strand und schauen aufs Meer hinaus. Und wir können davon ausgehen, die waren in dem Moment ziemlich beeindruckt, weil da passierte etwas, was sie noch nie erlebt hatten. Das Wasser zog sich komplett bis zum Horizont zurück und verschwand. Und in dem Moment, wo der Fotograf hier auslöste, kam es gerade zurück in die Bucht und es türmte sich eine erste Welle auf. Wenige Minuten später, meine Damen und Herren, davon müssen wir leider ausgehen, werden diese Menschen wahrscheinlich alle tot gewesen sein. Ich denke, Sie haben es erraten.
Das Bild entstand an einem Strand am 26. Dezember 2004, an einem Strand im Indischen Ozean. Und diese Leute sind gestorben, weil sie keine Ahnung hatten von dem, was gerade auf sie zukommt. Sie alle wussten bis zu diesem Moment nicht, und ich glaube, wir alle auch nicht, was ein Tsunami ist. Und ich bin sicher, wenn die auch nur geahnt hätten, was da gerade auf sie zukommt, nämlich eine gigantische Welle, die man halt nicht sieht, die man nicht schmeckt, die man nicht hört, die man nicht spürt, aber sie ist da und sie wird jede Minute und jede Sekunde immer schneller und nimmt immer mehr Energie auf. Wenn sie das auch nur geahnt hätten, keiner von denen wäre stehen geblieben. Die wären gelaufen und hätten um ihr Leben gekämpft. Warum erzähle ich das gerne an dieser Stelle? Weil wenn ich in Deutschland, in unser Land hineinblicke oder in dieses Europa, habe ich ganz oft den Eindruck, viele von uns stehen gerade am Strand. Viele gucken gerade gemütlich aufs Meer hinaus. Viele sind entspannt, manche sind genervt, einige sind empört. Aber ich glaube, ganz viele in unserer Gesellschaft haben noch nicht im Ansatz verstanden, was da gerade auf uns zukommt. Und glauben Sie mir bitte, diese Digitalisierung, wie wir das nennen, in Kombination mit dieser Klimakrise ist ein Tsunami. Und sie wird unsere Gesellschaft in den nächsten 5, 10, 15 Jahren in einer Art und Weise und in einer Geschwindigkeit verändern, wie es das in der Geschichte der Menschheit überhaupt noch nie gegeben hat. Exponentielle Veränderungsmethodik. Und ich gehe deswegen so gerne in solche Veranstaltungen wie hier heute, weil ich der Meinung bin, wir sollten verdammt nochmal vorbereitet sein auf das, was da kommt. Wir sollten wissen, was da auf uns zukommt. Wir sollten so gut präpariert sein, dass wir am Ende im besten Fall diese Welle reiten können, aber doch auf gar keinen Fall von ihr erschlagen werden, so wie diese Menschen. Lassen Sie uns bitte darauf verständigen, wenn wir über technologische Entwicklungsprozesse sprechen, das ist ja hier den ganzen Tag schon passiert, ich werde das auch in Teilbereichen tun, das sind immer alles Menschen, die das machen. Das ist noch nie eine Technologie vom Himmel gefallen, das sind alles Leute wie Sie und ich, die das entwickeln. War auch noch nie ein Alien beteiligt übrigens. Aber bevor ich darauf eingehe, ein paar Fragen an Sie, damit ich mal so ein Bild davon kriege, wie ticken Sie so? Wer von Ihnen hat einen privaten Facebook-Account? Wer ist bei Facebook? Okay. Wer ist bei Instagram? Wer twittert? Okay, ja. Wer von Ihnen hat zu Hause eine Solaranlage auf dem Dach? Ja, das hatte ich jetzt gehofft, dass das hier mehr sind als sonst. Wer fährt Elektroauto? Boah, ist auch mehr als sonst, aber Sie haben trotzdem noch Potenzial, sich zu entwickeln. Letzte Frage in dem Zusammenhang. Wer von Ihnen benutzt kein Smartphone? Ha, ich hab gehofft, dass irgendjemand die Hand hebt. Wunderbar, großartig. Wenn Sie mal kurz aufstehen würden. Meine Damen und Herren, diese junge Frau ist der lebendige Beweis, Sie haben es nicht geahnt, aber man kann ohne Smartphone leben. Ja? Und die Frau sieht gesund aus, absolut gesund. Ja? Okay, Spaß beiseite. Ich glaube, wir sind uns trotzdem einig darüber, dieses Smartphone, ich meine, können Sie sich noch an Ihr Leben vorher erinnern? Sie weiß genau, wie das war damals in Ihrem und in meinem Leben, weil sie macht es heute noch. Können Sie sich noch entsinnen, wie das Leben war ohne dieses Smartphone? Und ich glaube, wir können uns darauf verständigen, das ist der beste Beweis dafür, dass eine Technologie eine ganze Gesellschaft verändern kann. Das, was dieser Mensch gemacht hat mit seinem Team, war nichts anderes als das Zeitalter der Dematerialisierung einzuläuten. Gehen Sie mal geistig kurz durch Ihren App Store und machen Sie sich bewusst, wie viele Dutzend, wie viele hundert Produkte da drin sind, die Sie alle früher in dieser analogen Welt permanent gekauft haben und die jetzt immer da einfach inkludiert sind. Können Sie sich entsinnen? Wir hatten früher Fotoapparate, wissen Sie das noch? Filme kamen da rein, 36 Bilder und dann gingen wir ins Fotolabor und machten Abzüge und zwei Wochen später hatten wir sie schon. Können Sie sich entsinnen? Die Jüngeren unter uns wissen das gar nicht. Ja? Wir hatten Telefonzellen früher. Ne? Wahnsinn. Ja? Landkarten, wissen Sie noch? Man fuhr in den Urlaub und hatte Landkarten auf den Knien liegen und konnte sich noch richtig streiten. Rechts rum, links rum, geradeaus. Ja? Und dann kamen diese merkwürdigen Navigationsgeräte. Die kosten 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Das ist da einfach mit drin. Das beste Navi ist von Google und ist einfach mit drin im Smartphone. Können Sie sich entsinnen? Es gab früher Lexikas. 20 Bände A bis Z hatte jeder von uns im Regal stehen. Wissen Sie noch? Und heute nutzen wir Wikipedia. Und der Vorteil von Wikipedia ist nicht nur, dass da das aktuelle Wissen drin ist und nicht das von vor 30 Jahren, als Sie Ihre Lexikas bestellt haben, sondern das von heute. Und es ist das ganze Wissen da drin und nicht nur so ein kleiner Ausschnitt, wie das früher war.
Ja, wenn Sie Wikipedia nutzen, verbrauchen Sie Daten und damit auch Strom. Stimmt. Aber vergleichen Sie doch mal den Ressourcenaufwand, der nötig war, um Millionen, hunderte Millionen von Lexikas zu drucken. Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Bäume dafür gefällt wurden? Dagegen ist der Ressourcenverbrauch von Wikipedia lächerlich. Das ist ein super Beispiel dafür. Digitalisierung hilft uns, die Welt zu retten, spart uns unfassbar viel Geld, ist unglaublich komfortabel. Aber was hat denn diese Technologie bedeutet für all die Druckereien, die früher Lexikas gedruckt haben? Das war die Megakatastrophe. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, es gibt immer Gewinner und Verlierer in jedem Transformationsprozess. Das war immer so, das wird auch immer so bleiben. Steve Jobs, meine Damen und Herren, hat die Welt verändert mit seinem Team und viele, viele andere, gerade in dieser digitalen Welt, machen das genauso. Und was wir uns klar machen müssen, wir befinden uns gerade inmitten der vierten industriellen Revolution. Und wir gemeinsam haben jetzt das Privileg, die Aufgabe, diese vierte industrielle Revolution zu gestalten. Okay, klingt ambitioniert. Was das genau bedeutet, wird nochmal klarer, wenn wir uns gemeinsam versuchen, kurz zu erinnern, was haben denn die drei industriellen Revolutionen davor eigentlich mit uns gemacht? Sie wissen das noch aus dem Geschichtsunterricht. Ungefähr 260, 270 Jahre ist es her, da wurde diese komische Dampfmaschine erfunden. Ja? Und das führte plötzlich zu einer Entwicklung, die unsere Gesellschaft aus einer bitterarmen Agrargesellschaft, 95% der Menschen waren Bauern, bitterarme Bauern, sie wurde hinübergeführt, sukzessive Stück für Stück in eine Leistungsgesellschaft. Harte, brutale Umbrüche. Und dann kam die zweite industrielle Revolution, Henry Ford und andere haben sie gestaltet und wir wanderten hinüber in eine Industriegesellschaft. Alles veränderte sich. Es entstand alles das, was diese Welt heute prägt, nämlich die beste Welt, die es je für Menschen gegeben hat, ist alles, das ist da entstanden, Bildungssysteme, Gesundheitsversorgungssysteme, Rentenversicherungssysteme, alles das, was wir heute kennen und was dazu führt, dass wir in dieser besten Welt leben können, die es je für Menschen gegeben hat. Aber diese drei industriellen Revolutionen haben unseren Planeten verändert. Und wie sehr sieht man hier, ganz rechts ist heute, ganz links Jesus Christus Geburt. Als Jesus auf die Welt kam, lebten auf diesem Planeten ungefähr 300 Millionen Menschen. Okay. Als James Watt die Dampfmaschine erfand, waren es ungefähr 800 Millionen Menschen da. Das heißt, es sind ungefähr 500 Millionen Menschen in 1750 Jahren auf diesem Planeten hinzugekommen. Okay, nicht schlecht. Im Verlauf der ersten industriellen Revolution waren es auch wieder 500 Millionen Menschen, aber diesmal in 100 Jahren. Wow. In 100 Jahren. Im Verlauf der zweiten industriellen Revolution waren es auch ungefähr 100 Jahre, die sie gedauert hat. Und da kamen dann schon 1 Milliarde Menschen hinzu. Wow. Und jetzt schauen wir mal heute. Diese Linie markiert das Jahr 2000. In den letzten 21 Jahren sind 1,8 Milliarden Menschen hinzugekommen. In 21 Jahren. Und ich weiß nicht, ob Sie das alle wissen. Wenn Sie heute Nacht ins Bett gehen und die Äuglein schließen, sind 250.000 Menschen mehr da als gestern. Jeden Tag 250.000 mehr. Ja, aber Lebensrealität. Warum ist das so? Ich kann Ihnen das sagen. Weil wir das gemeinsam möglich gemacht haben im Verlauf dieser drei industriellen Revolutionen, vor allem aber im Verlauf der letzten 70 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wissen Sie, was wir getan haben? Die drei wichtigsten Punkte. Wir haben es geschafft, diese elenden großen Kriege zu beenden. Kann man sich gar nicht glauben, ne? Wenn man sieht, wie viele Kriege immer noch sind. Aber glauben Sie mir, im Vergleich zu denen von früher, ist das lächerlich, was wir heute haben. Wir haben es geschafft, absurd das heute zu sagen, im Zeitalter einer Pandemie, wir haben es geschafft, die großen Seuchen zu beenden. Glauben Sie mir bitte, meine Damen und Herren, diese Pandemie ist eine Lachnummer im Vergleich zu dem, was wir früher hatten. So eine Pandemie wie diese hätte früher die Hälfte der Weltbevölkerung getötet. Heute sind, ich glaube, jetzt gerade etwas mehr als 5 Millionen von 7,8 Milliarden daran gestorben. Schlimm genug für die 5 Millionen, aber das zeigt, wir haben die Technologien entwickelt, solche Pandemien besiegen zu können. Sonst wären jetzt Milliarden gestorben. Und das ist der wichtigste Punkt von allen, wir haben es geschafft, 7,8 Milliarden Menschen ernähren zu können. Das war der Schlüssel. Deswegen gibt es diese Entwicklung. Und wenn jetzt einer von Ihnen sagt, Herr Heinkes, jetzt vergessen Sie aber, knapp 800 Millionen Menschen hungern gerade. Dann kann ich nur sagen, ja, das stimmt. Aber nicht, weil wir sie nicht ernähren könnten, sondern weil es uns egal ist. Ein Drittel der Lebensmittel schmeißen wir weg.
Das ist die Lebenswirklichkeit. Es gibt immer Gewinner und Verlierer. Es ist uns egal. Meine Damen und Herren, diese vierte industrielle Revolution unterscheidet sich in drei wesentlichen Punkten von den dreien davor. Erstens, sie funktioniert und läuft ab parallel auf allen Kontinenten. Das hatten wir noch nie. Da waren früher Jahrzehnte Versprünge dazwischen, zwischen dem, was in Europa oder in Afrika oder in Asien passierte. Heute läuft das auf allen Kontinenten parallel. Zweitens, es passiert deutlich schneller. Diese vierte industrielle Revolution wird keine 100 Jahre dauern. Sie wird vielleicht 20, 25, 30 Jahre dauern, maximal. Und die Folgen für unsere Gesellschaft und für unseren Planeten werden um ein Vielfaches höher sein als die Folgen der drei industriellen Revolutionen davor. Das ist der Tsunami, der in den nächsten 15, 20 Jahren auf uns zukommt. Diese vierte industrielle Revolution trägt aber ein Wunder in sich. Halleluja. Wussten Sie das schon? Die Dummheit ist am Ende. Ist das nicht großartig? An wen denken Sie gerade? Familienmitglieder, Kollegen? Okay. Ich habe mich auch ein bisschen unsauber ausgedrückt. Die grenzenlose Dummheit vieler Menschen bleibt uns leider noch erhalten. Aber glauben Sie mir, Elon Musk arbeitet daran. Auch das wird eines Tages gelöst. Was ich meinte ist, die grenzenlose Dummheit unserer Maschinen, unserer Computer, die ist am Ende, Gott sei Dank. Und das Stichwort kennen Sie alle, es lautet KI, künstliche Intelligenz. Okay, das heißt bei dem einen Hersteller Alexa, beim nächsten heißt das Ding Watson oder Siri, ist egal, wie die das nennen. Es geht immer um das Gleiche. Es geht immer darum, da sind Algorithmen, neuronale Netzwerke, die werden entwickelt, programmiert, trainieren sich selber, um Dinge möglich zu machen, die wir uns eigentlich in der Vergangenheit gar nicht vorstellen konnten. Und ich finde, dass dieser Werbespot hier von IBM zum Produkt Watson in einer wirklich beeindruckenden Weise nochmal klar macht, was KI wirklich bedeutet. Und deswegen schauen wir uns den jetzt einfach mal an. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich sehe gerade, wir sind hier nicht am Anfang. Dann gehen wir da mal hin. Jetzt schauen wir mal rein. I am a technological breakthrough. This morning I read over 4,000 articles on leukemia in less than a second. Thousands of new laws were published yesterday, and I'm up to speed on all of them. I know every detail of every public quarterly report in the last 20 years. I can spot diseases before a patient displays a single symptom. I can understand euphemisms, idiosyncrasies, and complex metaphors. I can tell what's going to sell out before it ever trends online. I can forecast the weather in over 2.2 billion locations at the same time! I can grow with you. I can coach you. Enrich you. Enlighten you. And I'm just getting warmed up. Hello, my name is Watson. Together, we can outthink the limits of what's possible. Welcome to the cognitive era. Was hat die junge Dame mit den lustigen Zöpfchen kurz vor Ende des Films gesagt? Wissen Sie das noch? Sie sagte, und ich habe gerade erst angefangen, und das ist der wichtigste Satz in diesem Spot, weil er nämlich alles beschreibt, worum es bei KI geht. Das sind digitale Assistenzsysteme. Die arbeiten mit uns zusammen, sie kollaborieren mit uns. Und zwar jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, mit allen außer ihr und dem Herrn da hinten, der vorhin auch die Hand aufgezeigt hat. Ja? Wir sind die Trainerinnen und Trainer dieser Systeme. So. Und das ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches, denn also diese Systeme werden halt jeden Tag, jede Stunde, jede Minute immer besser. Ist nichts Ungewöhnliches, weil wenn wir mit menschlichen Assistentinnen und Assistenten arbeiten, kennen wir das doch, ne? Die werden doch auch jeden Tag besser, oder? Wie ist das bei Ihnen? Also die meisten, ne, werden jeden Tag besser. Okay. Der Unterschied zwischen den humanen Assistentinnen und Assistenten und den digitalen ist folgender. Bei der KI hört das nie mehr auf. Es gibt kein Ende des Besserwerdens, kein Ende des Lernens. Das ist bei uns anders. Die Älteren im Raum hier wissen, wovon ich spreche. Es kommt irgendwann dieser Moment, bei mir ist der schon vorbei. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht, den Älteren. Ne? Irgendwann kommt der Moment, da merkt man, wird nicht mehr besser. Ist aber nicht schlimm, wir nennen das dann Erfahrung. Ist auch wichtig. Ja? Aber die Leistungsfähigkeit lässt nach. Das ist bei KI anders. Es gibt kein Ende. KI, meine Damen und Herren, macht Dinge möglich, die wir uns bisher nicht vorstellen konnten. Ein Beispiel von Tausenden, über die man jetzt reden könnte.
Wayfinder Labs, ein Startup aus New York. Was haben Sie gemacht? Sie haben einen Übersetzer programmiert, einen Algorithmus, der Sprache übersetzen kann. Okay, so wie ein Google-Übersetzer, aber viel besser. Und Sie haben einen Knopf dazu entwickelt, eine Technologie, der war früher mal rot, ich glaube, jetzt ist der mittlerweile schwarz. Und wir schauen uns mal kurz diesen Video an, der uns was darüber sagt, was dieser Algorithmus, dieses KI-System in Verbindung mit... Hey. Sugar. Non, le café en France, il est bien plus... French coffee is much more bitter and more simple. So you don't like it? N'aime pas ça. I did not say that. Ich denke, Sie haben das verstanden. Das ist sowas wie ein Simultanübersetzungssystem. Also jetzt versuchen Sie sich mal vorzustellen, da sitzen 6 Leute in einem Raum, die kommen aus 6 verschiedenen Ländern und sprechen 6 verschiedene Sprachen. Jetzt öffnen die alle die App, setzen sich den Knopf ins Ohr, die können miteinander sprechen. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie dieser eine Algorithmus, das ist einer von Millionen, die gerade in der Entwicklung sind, wie diese eine Technologie unsere Welt verändern wird, wenn sie mal perfekt ist? Ist noch nicht perfekt, aber wird jeden Tag besser. Was bedeutet diese Technologie für unsere Businesswelt, für unsere touristische Welt? Was bedeutet das für unsere Bildungswelt? Wenn wir uns mal vorstellen, die erste Schülerin in Hamburg zieht im Französischunterricht irgendwann den roten Knopf aus der Tasche und sagt, Herr Lehrer, was soll der Quatsch? Warum nerven Sie mich mit diesem Blödsinn? Ich habe den roten Knopf. Das macht doch keinen Sinn mehr, den ganzen Quatsch hier auswendig zu lernen. Und übrigens, all die anderen Sachen, die Ihre anderen Lehrer uns hier den ganzen Tag erzählen, kann mein Smartphone mir auch viel schneller erklären und einfach mal eben sagen. Verstehen Sie, KI macht Dinge möglich, die wir uns bisher nicht vorstellen konnten. Und deswegen müssen wir uns klar machen, dass KI letztendlich das Zentrum dieser vierten industriellen Revolution ist. Alles, was in den nächsten 20 Jahren an wirklich weltverändernden Technologien kommen wird, wird immer die KI im Zentrum haben. Und es werden sich andere technologische Fähigkeiten drumherum addieren. Nehmen wir als Beispiel die Welt der Robotik. Industrieroboter sind alter Kaffee, kennen wir schon seit Jahrzehnten. Jetzt kommen wir in ein neues Kapitel der Menschheit, nämlich das Zeitalter der Service-Roboter, der humanoiden Roboter, der fliegenden Roboter. Und diese Systeme werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren so alltäglich werden in unserer Lebenswirklichkeit wie heute ein Staubsauger oder eine Kaffeemaschine. Das sind ja auch Roboter. Aber in einigen Jahren haben Sie halt alle so einen Humanoiden, wenn Sie möchten, zu Hause. Und dann, wenn Sie morgens aus dem Haus gehen, dann sagen Sie, hör mal zu, Luigi, tu mir einen Gefallen, Spülmaschine leerräumen, waschen, einmal durchwaschen, anschließend trocknen und bügeln und am Ende unbedingt Kinderzimmer aufräumen. Räumt irgendjemand gerne Kinderzimmer auf? Nicht wirklich, oder? Ja, seien Sie doch dankbar, wenn so ein blöder Roboter das für Sie macht. Ja? Merken Sie, was wir tun den ganzen Tag? Dinge, die Sie gar nicht gerne machen. Warum? Weil Sie kein Hauspersonal haben. Und das nennt sich eine reiche Gesellschaft, hat nicht mal Hauspersonal. Ja? Wird sich ändern, meine Damen und Herren. Und Sie werden überrascht sein, wie preiswert das sein wird, wenn Sie das haben möchten. KI und die Sharing-Economy. Ja? Können Sie sich entsinnen? Die Älteren wissen das noch. Wir gingen in Geschäfte und kauften Langspielplatten. Wissen Sie noch? Musikkassetten, CDs. Wir haben Musik gekauft. Welch ein Irrsinn. Welch ein Anachronismus. Heute haben wir eine App auf unserem Smartphone. Sie wissen das nicht, aber das gibt es tatsächlich. Da zahlen wir 10 Euro im Monat. Und da können wir jeden Musiktitel der Welt an jedem Ort der Welt so oft hören, wie wir wollen. Es macht doch keinen Sinn mehr, Musik zu kaufen. Ich muss doch nicht mehr alles besitzen wie früher, wenn ich doch alles jederzeit nutzen kann, wenn ich es wirklich brauche. Deswegen wird die Sharing-Industrie sich in allen Lebensbereichen durchsetzen, wo es Sinn macht. Uber ist das Unternehmen, was die meisten Taxifahrten weltweit organisiert. Die besitzen kein einziges Taxi. Airbnb ist der mit Abstand größte Hotelkonzern der Welt. Die besitzen kein einziges Hotelzimmer. Wie machen die das denn? Ja klar, die nutzen unsere Autos, unsere Wohnungen, uns als Fahrer, wenn wir das wollen. Ja, das macht Sinn, das ist schon da. Das ist ressourceneffizient. Aber das ist natürlich brutaler Wettbewerb für die, die gerade Hotels betreiben oder die Taxi fahren. Ja, stimmt. Es gibt immer Gewinner und Verlierer. So ist die Welt. Die Sharing-Ökonomie wird sich in allen Bereichen durchsetzen und die technologische Plattform ist die Blockchain. Die Blockchain macht es halt möglich, dass Sie heute meinen Solarstrom kaufen können, ich kann Ihr Auto buchen oder Ihre Wohnung, wenn wir das wollen. Wir brauchen kein Gesetz dafür, kein Notar, kein Rechtsanwalt, keine Bank. Wir machen das einfach miteinander. Alles schon da. KI und Smart Home, 5G, das Internet der Dinge. Wow. Internet of Things, haben Sie alle schon mal gehört, ne? Was meint das eigentlich?
versuche das mal an einem plastischen Beispiel zu erläutern. Mein T-Shirt hier, was ich gerade anhabe, das könnte eigentlich heute schon mit mir sprechen. Können Sie noch nicht kaufen, aber technisch geht das. So, wenn ich das jetzt schon hätte, hätte das vielleicht heute Morgen mit mir gesprochen und gesagt, hör mal Chef, tu mir mal einen Gefallen, ruf mal einen Doc an, dein Herzrhythmus hat sich verändert, dein Blutdruck ist ganz komisch geworden. Hups, denke ich, ruf bei meinem Arzt an, geht er ans Telefon und sagt, ach Herr Henk, ist gut, dass Sie anrufen, ich habe die Daten heute Morgen schon gesehen, sieht gar nicht gut aus, 16 Uhr ist ein Bett im Krankenhaus frei, gucken Sie, dass Sie pünktlich sind. Ja? Verstehen Sie, wir kommen jetzt in eine Zeit, in der wir jedem Produkt die Fähigkeiten mitgeben können, von denen wir glauben, dass es uns nutzt. Zum Beispiel Ihrem T-Shirt, check mal bitte regelmäßig meinen Herzrhythmus. Sie bekommen, wenn Sie wollen, alle einen Sensor in die Toilettenschüssel geklebt, der jeden Morgen und jeden Abend Ihren Urin analysiert. Okay, ist jetzt nicht sexy, stimmt, aber macht Sinn. Warum? Weil in Ihrem Urin steht alles drin, was in Ihrem Körper gerade so vor sich geht. Übrigens auch, wie viel Sie so trinken, was Sie alles so Falsches essen und so weiter. Ja, und dann haben Sie irgendeinen kleinen künstlichen Begleiter in Ihrer Uhr, in Ihrer Brille oder in Ihrer App, die eben sagt, oh, hör mal, das Käseschnitzel da jetzt gerade, oh, die Flasche Wein, nee, Ludger, lass es bleiben, nein, nicht, Knäckebrot. Und übrigens morgen früh auf dem Weg zur Arbeit, mein Tipp, zu Fuß gehen. Ja, macht Sinn. Ich weiß nicht, kriegen Sie gerne Herzinfarkt? Verstehen Sie, ich meine, wir kommen jetzt in eine Zeit, in der wir wirklich in eine Gesundheitswirtschaft kommen können, wo dank Internet of Things es nicht mehr darum gehen wird, Menschen, die krank sind, gesund zu machen, sondern wo es darum gehen wird, gesunde Menschen gesund zu behalten. Wir könnten die meisten Herzinfarkte verhindern, wenn Sie Interesse daran hätten, so einen kleinen digitalen Coach bei sich zu führen, der Ihnen einfach ein bisschen hilft, keinen Herzinfarkt zu kriegen. Sie müssen ja nicht, aber Sie dürfen. KI und das Internet der Dinge ist eine Revolution. Billionen von Produkte werden in Zukunft weltweit miteinander vernetzt sein und werden uns all die Daten liefern, die wir brauchen, um die wirklich großen Probleme dieser Zeit zu lösen. Und die drei großen, größten Probleme unserer Zeit sind diese. Nämlich in jedem Land der Erde geht es in den nächsten 20 Jahren um die Frage, wie schaffen wir es? Heute 7,8 Milliarden Menschen und wir wissen, wir sind demnächst 8 Milliarden, dann sind wir 9 und dann werden wir 10 Milliarden sein. Wie schaffen wir es, die jeden Tag mit gesunder Nahrung zu besorgen, mit der benötigten Menge an Energie und an Mobilität, damit die nach Möglichkeit alle so komfortabel leben können wie wir? Und seien wir uns ganz sicher, die wollen alle so leben wie wir. Und wer hätte das Recht, es anderen zu verweigern? Also, wie schaffen wir das, ohne dass wir gleichzeitig den Planeten komplett plündern und uns, der Gattung Mensch, am Ende die Überlebensfähigkeit rauben? Das ist die zentrale Frage unserer Zeit und die schlüsselt sich auf in diesen drei Punkten. Wenn wir es in diesen drei Punkten, nicht allen drei Punkten schaffen, werden wir unser Ziel verfehlen. Schauen wir mal kurz in diesen Film rein, der uns ein bisschen was darüber erzählt, warum gerade Digitalisierung und künstliche Intelligenz uns bei dieser Lösung dieser Probleme helfen kann. We have just arrived. Our planet exists much longer. In the beginning, it was just a lonely rock floating in space. Only after 3 billion years the biosphere evolved. Then came the plants, animals, and another 1 billion years later, people. We have just arrived. And yet, our presence does not go unnoticed. With our limitless ingenuity and technology, we cause the rise of a new sphere on our planet, the technosphere. Just like the biosphere, it wants to grow and survive. We've never planned or invented this. It just happened to us, because we have just arrived. Still, we are not the anti-natural species that merely spoils and destroys nature. Just like the biosphere, the technosphere is full of life. It can connect, nourish, and realize dreams. This is beautiful. This is natural. Because evolution goes on. Ja, meine Damen und Herren, der Film heißt We Are Just Arrived. Und irgendwie stimmt das, ne? Der Planet ist, wie wir wissen, so roundabout 4,5 Milliarden Jahre alt. Und wir? 250.000, 300.000 Jahre, nicht mal 1 Million Jahre kriegen wir zusammen. Ja, wir sind unterm Strich ein lächerlicher, kleiner Wimpernschlag in der Geschichte dieses Planeten. Aber für so einen Wimpernschlag
haben wir da mal kräftig zugeschlagen. Ne? Und zwar in den letzten 250 Jahren. Es begann mit der Dampfmaschine. James Watt ist schuld. Als die Dampfmaschine erfunden wurde, begriffen die Menschen, oh mein Gott, da unten ist Öl, Kohle und Gas, das ist ja Energie. Und wenn man diese Dinger da verbrennt, dann kann man diese Energie umwandeln und man kann Wohlstand schaffen. Wow, sie wussten nicht, dass das gespeicherte Sonnenenergie ist, die über Jahrhunderte Millionen aus der Atmosphäre heraus in den Erdboden gegangen ist. Sie war ja früher schon in der Atmosphäre, aber da lebten hier noch keine Lebewesen auf diesem Planeten. Aber weil das alles in den Erdboden ging, konnten hier Lebewesen sich entwickeln. Ja, und jetzt haben wir in den letzten Jahrzehnten, gerade in den letzten 50, 60 Jahren eben, auch weil wir so viele mehr geworden sind, immer mehr davon verbrannt, um immer mehr Wohlstand zu erzeugen und haben dabei eben diesen Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre entlassen und damit unser Problem geschaffen. Am Ende ist es so, wir haben ein Zeitfenster von 10 bis maximal 15 Jahren. Jetzt zu lernen, alles anders zu machen als bisher, wenn wir diese Klimakrise noch so in den Griff kriegen wollen, dass unsere Kinder und Enkelkinder noch auf einem Planeten leben können, in dem wirklich eine Atmosphäre herrscht und Bedingungen herrschen, in denen Menschen leben wollen und können. Darum geht's. Also es ist keine Kleinigkeit, keine Trivialität. Es geht nicht um ein bisschen Umweltschutz. Es geht auch nicht darum, die Welt zu retten, in dem Sinne, dass wir diesen Planeten retten müssten, weil dieser Planet wird uns einfach auskotzen. In 100.000 Jahren wird kein Mensch mehr was von uns wissen oder finden. Es geht darum, die Frage, ob die Gattung Mensch und viele andere Lebewesen überleben können. Das Schöne ist aber, meine Damen und Herren, wir können das. Wir können diese Welt natürlich nachhaltig, kohlenstoffarm, ressourcenschonend und in Form einer Kreislaufwirtschaft bewirtschaften. Natürlich können wir das. All die Vorträge, die ich vorhin gehört habe, haben das doch belegt. Wir besitzen alles Wissen, wir besitzen alle Technologien, das zu machen. Wir müssen es nur endlich tun. Wir haben doch überhaupt kein Problem eigentlich, außer ein Handlungsproblem in der Politik und in unserer Gesellschaft insgesamt. Schauen wir mal kurz in die drei Themen rein. Warum kommt fast 30% des CO2-Ausstoßes aus der Landwirtschaft? Ganz simpel. Ein Wort, ein Produkt. Fleisch. Die meisten Menschen essen gerne Fleisch. Ja. Und es werden jeden Tag übrigens mehr, nicht weniger. Weltweit. Und immer global, müssen wir denken. Und bei jedem Kilo Fleisch, was wir essen, entstehen unfassbare Probleme. Sie kennen das. Es gibt zwei Möglichkeiten nur. Nur zwei. Die eine lautet, wir werden alle Veganer oder Vegetarier. Und die andere, und ich glaube, wir brauchen die andere, weil ich glaube nicht daran, dass wir es schaffen, in 10, 15 Jahren 8 Milliarden, 9 Milliarden Menschen zu Vegetariern zu machen. Glaube ich nicht dran. Aber wir können lernen, Fleisch endlich anders herzustellen als bisher. Weil die Technologie gibt's. In-vitro-Fleisch. Das ist nichts anderes als Stammzellentechnologie. Sie entnehmen einem Tier Stammzellen, tut nicht weh. Die kommen in eine Petrischale, da ist eine Nährstofflösung drin, da wird Energie zugefügt, natürlich grüne Energie. Und dann wächst das Fleisch, das ist das gleiche Fleisch. Genau das gleiche Fleisch, sieht genauso aus, fühlt sich genauso an, schmeckt genauso. Es wächst nur an einem anderen Ort, also nicht bei Ihnen am Knochen, sondern im Bioreaktor. Okay. Mark Post war der erste Wissenschaftler, der das geschafft hat. Originalbild. 2013 machte er erstmals aus diesem Fleisch einen solchen Burger. Okay. Der Burger kostete $325.000. Hätte der ein oder andere Hamburger gesagt, nö, ist mir zu teuer. 2016 machte er den gleichen Burger für 11. Vorletztes Jahr für $5. Und all die Startups in Israel, in den Niederlanden, in Kalifornien, die daran arbeiten, sagen uns, in wenigen Jahren machen sie das kostengünstiger, als das Fleisch heute bei Aldi in der Tiefkühltruhe liegt. Und an dem Tag werden sie das kaufen. Weil es Sinn macht. Weil es Sinn macht, wenn sie ein gleich gutes Produkt kriegen, womöglich sogar ein besseres Produkt, was aber all die Probleme nicht produziert hat, von denen ich eben berichtet habe, dann werden sie das kaufen. Und zwar spätestens, wenn es einen Cent günstiger ist als das andere. So sind wir. Wir machen einen Deal. Meine Damen und Herren, unsere Landwirtschaft wird sich verändern. Ein Trend, ein Megatrend aus den asiatischen Ländern wird auch hier in Hamburg und in Wuppertal und überall in Europa realisiert. Vertical Farming. Diese Pflanzen wachsen nicht in der Erde, sondern in Nährstofflösungen. Von KI-Systemen überwacht, jede Pflanze einzeln optimal mit Nährstoffen versorgt. Ich betreibe selber eine solche urbane Farm in Wuppertal und ich produziere in einem Schiffscontainer auf 30 Quadratmeter Fläche den gleichen landwirtschaftlichen Ertrag wie ein Bauer auf einem Hektar Land. Auf 30 Quadratmetern wie auf 10.000 Quadratmetern. Ich verbrauche dabei maximal 5% des Wassers, was der Bauer verbraucht. Und ich setze keinerlei Chemikalien ein, keine Insektizide, keine Pestizide, nichts. Warum?
weil es keinen Schädling in meinem Container gibt, weil es keine Dürre gibt, weil es keine Starkregen gibt. Ich habe idealtypische Bedingungen. 365 Tage im Jahr ist Sommer. Und diese Produkte, glauben Sie mir, sind die besten Salate, Gemüse und Kräuter, die Sie in Ihrem ganzen Leben je gegessen haben, weil es optimale Bedingungen für die Pflanze ist. Ich muss die Pflanze nicht manipulieren wie sonst mit Gentechnik oder mit Chemie, sondern ich kann sie im Ursprung belassen und kann sie idealtypisch wachsen lassen. Alles Beispiele dafür, wie unsere Landwirtschaft sich verändern kann. Wir werden auch lernen, bestimmt hier in Europa Insekten zu essen. 2,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten machen das schon seit Hunderten von Jahren. Das werden auch wir lernen. Das ist ein guter Proteingeber, ist sehr, sehr umweltfreundlich herzustellen, macht Sinn. Wir können Eigelb mittlerweile im Bioreaktor herstellen, können Milliarden von Hühnern von der Stange befreien, weil es heute möglich ist, Eigelb synthetisch herzustellen. Alles Beispiele dafür, die uns helfen werden, dieses Problem zu lösen, wenn wir es wirklich wollen. Und bei der Energieversorgung, ich meine, da brauche ich jetzt hier wirklich nichts mehr zu erzählen. Wir müssen zu 100% erneuerbaren Energien kommen. Ja, und wo ist das Problem? Wir wissen doch seit Jahrzehnten, wie das geht. Wenn wir gewollt hätten, wären wir heute schon bei 80% Grünstrom im Netz. Das ist doch gar kein Problem. Wir wissen doch, wie das geht. Wir verlassen ja auch jetzt endlich seit einigen Jahren dieses dumme Zeitalter der dummen Energiewende. Wissen Sie, seit 30 Jahren quatschen wir über Energiewende in Deutschland und reden immer von Stromwende in Wirklichkeit, ohne es zu merken. Und jetzt haben wir endlich die Zeit erreicht, wo wir über die Sektorenkopplung sprechen und über Kälte, Wärme, Strom und Mobilität sprechen und das alles in einem System miteinander verknüpfen. Und das ist der Schlüssel. Das bringt die Effizienz. Das bringt die ökonomischen Voraussetzungen dafür, dass wir unfassbar rentabel damit werden können, weil die Effizienz liegt in der Verknüpfung der unterschiedlichen Sektoren. Gott sei Dank, endlich. Übrigens nur als Moment, weil ich es zufällig vorgestern im Netz gefunden habe, gerade hier in Hamburg ein Unternehmen, ein Startup, was sich gerade entwickelt, Suena, die eine Software entwickelt für Speichersysteme, die es in Zukunft möglich machen soll, dass Windparkbetreiber, Solarparkbetreiber mit dieser Software viel, viel effizienter werden können, wenn sie das verknüpfen mit Speichersystemen und dadurch dann die Möglichkeit bekommen, deutlich ressourcenschonender und effizienter ihre Anlagen zu betreiben. Vielleicht schauen Sie sich mal im Netz an, ist ein Hamburger Startup. Morgan Stanley, meine Damen und Herren, bestätigt seit vier Jahren genau, die erneuerbaren Energien sind die preiswerteste Energiequelle in jedem Land der Erde, wenn es darum geht, ein neues Kraftwerk zu bauen. In Deutschland ist das seit vielen Jahren schon so. Mittlerweile ist es preiswerter als von einem abgeschriebenen Kohlekraftwerk, wenn wir fair rechnen, gar keine Frage. Und ich brauche hier in dem Raum ja nicht sagen, wer eine Dachfläche hat, die für eine Solaranlage geeignet ist und da keine Solaranlage drauflegt, der ist wirklich verrückt geworden. Also dann können Sie doch auch direkt Ihr Geld nehmen und aus dem Fenster schmeißen, ist ungefähr das Gleiche. Ja? Also wer das nicht macht, der hat, ja, okay, Problem. Was gerade passiert oder in den nächsten Jahren passiert, das haben wir auch vorhin in den Vorträgen schon gehört, fast alle Prozesse in unserer Lebenswirklichkeit werden elektrisiert. Das heißt also, grüner Strom muss das übernehmen, was bisher die fossilen Energien übernommen hatten, nämlich diese Energie bereitzustellen. Das hat aber eine Folge, und auch das ist vorhin schon mal angeklungen in einem Vortrag, den ich gehört habe, nämlich wir kriegen natürlich an vielen Stellen Probleme. Ob das jetzt so ein Hotel ist wie hier, der hat hunderte Parkplätze da unten in der Tiefgarage, wenn die mal alle elektrisch werden sollen, hat er das gleiche Problem hier wie der Unternehmer hinten an der Ecke, der einen Fuhrpark mit 400 Fahrzeugen hat und wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Arbeitszeit laden wollen. Und wenn er dann noch seine industriellen Prozesse auch noch elektrisieren will und muss und dann auch noch seine ganzen thermischen Prozesse für die Heizungsanlage auch noch über die Wärmepumpe organisieren will, dann kriegt er ein Problem mit seinem Netzanschluss. Das heißt also, im Endeffekt müssen Unternehmen zu Kraftwerken werden. Alle Unternehmen müssen verlernen, dass sie jeden Quadratmeter Fläche auf dem Grundstück nutzen müssen, um entweder Solar- oder Windenergie herzustellen, um am Ende ihr eigenes Problem zu lösen, nämlich überhaupt genug Energie, elektrische Energie zu haben, um all diese Dinge realisieren zu können. Die schlechte Botschaft, selbst Peter Altmaier ist jetzt so ein bisschen drauf gekommen, das hat eine Folge, nämlich unser Stromverbrauch wird dramatisch ansteigen in den nächsten Jahren. Peter Altmaier hat das immer negiert. Jetzt hat er so ein bisschen dann doch zugegeben. Aber die gute Botschaft, und das hat Peter Altmaier immer noch nicht verstanden, ist, unser Primärenergieverbrauch wird dramatisch sinken dadurch. Also wir werden viel mehr Strom brauchen, aber wir brauchen viel weniger Energie insgesamt. Warum? Ja, weil wir halt in den elektrischen Prozessen in der Regel viel, viel effizienter sind als in den thermischen Prozessen. Beim Auto Faktor 3 bis 4, effizienter bei der Wärmepumpe gegenüber der Öl- oder Gasheizung genauso Faktor 3 bis 4. Das heißt also, wir sparen extrem viel Energie ein, das ist gut, aber wir brauchen halt unfassbar viel mehr grünen Strom, als die meisten bisher berechnet haben. Okay, das hat zur Folge, weil
Ist ja ganz witzig, ne? Ist das bei Ihnen auch so, dass die Sonne nachts nicht scheint? Also bei mir ist das immer so. Und ich habe jetzt gesehen, in Hamburg wird es abends auch dunkel. Und wissen Sie was? Das wird so bleiben. Das wird so bleiben. Es ändert sich nicht. Und deswegen brauchen wir natürlich einen gesunden Mix aus Sonne, Energie und Windenergie. Ohne einen brutalen Ausbau der Windkraft haben wir keine Chance, diese intelligente Energiewende zu organisieren. Wobei das Schöne ist, das müssen gar nicht so viel mehr Anlagen werden. Wir haben zurzeit ungefähr 30.000 da draußen stehen. 10.000 mehr werden wahrscheinlich reichen. Warum? Das sieht man hier. Weil wir nämlich eine ganz große Möglichkeit haben, die alten Anlagen zu erneuern durch neue Anlagen. Sie sehen hier, von der Gesamtenergie, die die Windkraft heute erstellt, sind insgesamt die Anlagen, die von 1990 bis 2010 gebaut wurden, haben nur 26% des Stromanteils, also sozusagen der Energiegewinnung von allen Windkraftanlagen, die heute in Deutschland stehen. Alleine die Anlagen, die jetzt gerade mal 10 Jahre alt sind, machen 73% des Stromertrags aus. Warum? Weil das eben nicht mehr so kleine Dinger hier sind, 50 Meter hoch, sondern das sind eben 250 Meter hohe Anlagen. Anlagen, die eben die 20, 30, 40-fache Energiemenge produzieren. Das heißt also, wenn wir es hinbekommen, die alten Anlagen auszutauschen gegen neue, viel, viel größere und leistungsfähige Anlagen, brauchen wir gar nicht so viel mehr Anlagen. Wir haben es mal in der Studie durchgerechnet, 10.000 bis 15.000 zusätzliche Anlagen würden reichen, wenn wir alle alten Anlagen so erneuern würden. Meine Damen und Herren, Fakt ist, das hat jetzt sogar Teile der Politik schon verstanden. Die Geschwindigkeit muss zunehmen, und zwar deutlich, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Faktor 3 bis 4 schneller müssen wir werden beim Ausbau von Solar- und Windenergie in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, Faktor 5 bis 6, weil da hat man besonders lange geschlafen oder schläft heute noch. Gewaltige Investitionen, ja klar, aber da folge ich Felix, gewaltige Renditen werden damit verbunden sein. Mission for Money. Investieren Sie in den Ausbau der erneuerbaren Energien, wo Sie nur können. Ich glaube, sage Ihnen, da werden Sie Renditen erzielen. Da träumt Ihre Bank von. Ihre Bank weiß ja gar nicht mehr, was Renditen oder Zinsen sind. Es werden neue Währungen entstehen. Die gespeicherte Kilowattstunde Energie wird unfassbar wertvoll werden. Letztendlich für uns eine riesige Chance, mit den Speichertechnologien, die wir beherrschen, das zu organisieren. Und natürlich am Ende mit dem größten Energiespeicher, den wir ja schon besitzen. Wir haben ein Gasnetz mit riesigen Kavernen in Europa. Und natürlich ist das der größte Energiespeicher, der schon da ist. Ja, lass es uns benutzen. Zumindest in den nächsten 20 Jahren haben wir die Möglichkeit, dort mit grünem Gas und Wasserstoff genau so eine Übergangstechnologie zu organisieren, wie sie ja auch hier beschrieben wurde heute in den Vorträgen, nämlich Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit grünem Gas oder mit Wasserstoff sind eine hervorragende Übergangstechnologie für diese Zeit. Setzt natürlich voraus, dass das Gas aus Erneuerbaren stammt, hat dann aber auch wieder zur Folge, aufgrund der Ineffizienz des Umwandlungsprozesses, wir brauchen noch viel mehr grünen Strom. Und wir müssen uns aber eins im Klaren sein, Gasheizungen sind nun wirklich das allerletzte, was man heute noch installieren darf. Wenn überhaupt, dann Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, also BHKWs, das heißt also, da müssen wir schon den maximalen Effizienzgrad erreichen und dann eben nicht nur Wärme, sondern auch Strom mit der Anlage machen. Und also aus dem Gas wirklich alles rausholen, was drin ist. Eine Gasheizung heute noch zu installieren, ist das Allerletzte. Meine Damen und Herren, wir kriegen einen spannenden Wettbewerb. Das hat viele in der Politik noch nicht begriffen. Das wird ganz spannend in den nächsten Jahren. Warum haben sich eigentlich Krupp und Hösch und Mannesmann vor 250 Jahren beginnend im Ruhrgebiet niedergelassen? Warum sind die da alle hingegangen und warum sind die da so gewachsen? Krupp und wie sie alle hießen. Warum? Ganz simpel. Da war die Kohle in der Erde, da war die Energie in der Erde. Deswegen sind sie dort hingegangen. Und heute haben wir die gleiche Situation. Warum ist Tesla eigentlich nach Grünheide gegangen? Mehr als 10 Top-Standorte in Deutschland und Europa haben sich um dieses Werk von Tesla beworben. Und Elon Musk hat mal gesagt in einem Vortrag, die waren alle großartig, wir hätten jeden von den 10 nehmen können. Warum sind wir nach Grünheide gegangen? Ganz simpel, eine Antwort. 156% Grünstrom im Netz. Windkraftanlagen, soweit das Auge reicht. Brandenburg hat 156% Grünstrom im Netz. Das heißt also, das bedeutet für Tesla doch ein Riesenwert. Sie können nämlich auf jedes Auto und jede Batterie, die in Grünheide entsteht, den Stempel drauf machen, klimaneutral hergestellt. Ja, zumindest was die Stromversorgung oder die Energieversorgung betrifft. Und das ist ein Riesenwert für Sie, weil Sie müssen keine eigene Solaranlage aufbauen oder kein eigenes Windkraftwerk. Ist alles im Stromnetz schon drin. Und das haben viele in der Regierung, zum Beispiel in meinem Bundesland, noch nicht begriffen.
Die Länder, die Regionen, die in Zukunft nicht genug grünen Strom und genug gespeicherten grünen Strom bereitstellen können, werden die Regionen sein, wo die Unternehmen abwandern und mit Sicherheit nicht mehr investieren, weil sie werden die grüne Energie brauchen, um klimaneutral werden zu können. Und deswegen großer Appell an die Politik, das endlich zu begreifen. Wissen Sie, was das Geile ist? Wenn wir diese intelligente Energiewende geschafft haben, und das werden wir schaffen, 10, 15, maximal 20 Jahre, dann verschieben wir im Laufe der Zeit Wertschöpfungsketten in einer unfassbaren Dimension. Wir Deutsche kaufen jedes Jahr für 70 bis 75 Milliarden Dollar Energie. Kohle, Öl und Gas. Und wissen Sie, bei wem? Bei solchen Typen. Ja? Bei Despoten, Herrschern und Diktatoren aus der ganzen Welt. Das sind die Typen da in Saudi-Arabien, die gerne Journalisten in kleine Stücke schneiden lassen. Das sind Typen wie Herr Putin, ein lupenreiner Demokrat, wie wir alle wissen, ja, der auch gerne Journalisten töten lässt. Diese Leute leben von unserem Geld. Warum? Weil wir Energie einkaufen müssen. Und jetzt überlegen Sie sich mal, wie verrückt ein Politiker sein muss, der uns heute erzählt, wir sollten in Zukunft Wasserstoff aus Saudi-Arabien hierher transportieren lassen. Wie kann man denn nur so verrückt sein, anstatt sich endlich aus dieser Gefangenschaft zu lösen, solche Verbrechersyndikate ernähren zu müssen. Das ist die große Chance der erneuerbaren Energien, dezentral hier im Lande produziert, hier vor Ort gemacht. Und ich freue mich auf den Tag, wo wir das geschafft haben. Dankeschön. Der größte Veränderungsprozess kommt in der Mobilität auf uns zu, und zwar in 3 Schritten in ungefähr 10 Jahren. Warum? Weil die Ausgangslage in der Mobilität katastrophal ist, das wissen wir alle. Wir sind im Verkehrsinfarkt längst erlegen. Was jetzt passiert, ist ein 3-stufiger Prozess. Der erste passiert gerade, wissen wir alle, wir gehen weg von diesem dummen Verbrennungsmotor. Wir fahren nicht mehr mit einer Heizungsanlage rum, sondern demnächst mit einem Elektromotor, das macht Sinn. Der ist effizienter, sauber und so weiter. Wissen Sie alles, brauche ich Ihnen nicht erzählen. Cool. Aber glauben Sie mir, der erste Schritt ist banal. Der wirklich wichtige Schritt ist der zweite. Wir tauschen nämlich nach dem Motor Sie und mich aus. Nicht mehr Sie fahren in Zukunft ein Auto, sondern jemand, der das kann. Also richtig gut kann. Verstehen Sie, also jemand, der nicht einschläft während der Fahrt, der nicht SMS während der Fahrt liest, der nicht zu viel Alkohol trinkt und trotzdem fährt oder noch ganz andere Drogen nimmt. Nein, ein Algorithmus, ein Roboter. Verstehen Sie? Das Stichwort kennen Sie, autonomes Fahren. Künstliche Intelligenz ersetzt menschliche Schwächen, macht Sinn. An dem Tag, wo diese Technologie da ist, auf der Straße ist und keiner von uns weiß, ob das noch 2 Jahre dauert oder 3 oder 5, aber sie kommt. Und wir fahren im Moment mit Waymo und mit anderen Herstellern in Level 4. Das ist die letzte Stufe vor dem Level 5, wo wir hin müssen. Die Technologie kommt. Und an dem Tag, wo sie auf der Straße ist, passiert Folgendes. Es kommt automatisch der 3. Schritt. Nämlich nach dem Antrieb und dem Fahrer wechseln wir wen aus? Den Eigentümer. Wir werden vom Fahrer zum Fahrgast. Das kennen wir schon, wenn wir mal mit dem Taxi gefahren sind. Ja? Das heißt, an dem Tag, wo diese Technologie da ist, beginnt das Zeitalter der Schwarmmobilität. Und das meint, dass nicht mehr Sie oder ich auf die dumme Idee kommen, sich ein Auto zu kaufen, weil es überhaupt keinen Sinn macht, ein Auto zu kaufen, was kein Lenkrad und kein Gaspedal hat. Was wollen Sie damit machen? Wollen Sie das abends nach der Arbeit 12 Stunden in der Garage stellen? Ein Auto, was autonom fahren könnte? Machen wir nicht, oder? Da fahren wir doch nicht 10 Minuten zur Arbeit und stellen es dann 9 Stunden auf den Stellplatz, der Geld kostet. Das Ding ist eine Gelddruckmaschine. Das Ding kann 24 Stunden am Tag durch die Welt fahren und Menschen oder Güter von A nach B transportieren. Das sperren wir doch nicht mehr ein. Verstehen Sie, das geht dann ganz einfach im Zeitalter der Schwarmmobilität. Sie wollen jetzt von hier nach Hause, ich mache das mal eben vor. Sie gehen vor die Tür, öffnen die App, drücken auf die Taste und sagen, Achtung, ganz schwierig, hallo, ich will nach Hause. Was kriegen Sie hin, oder? Ich meine, das Ding weiß, wo Sie wohnen. Das ist kein Problem. Dann kommt der und fragt der zurück. Bist du allein? Nee, wir sind zu dritt. Okay, kommt ein Dreisitzer. Alles klar, kommt ein Dreisitzer. Sie steigen ein, Sie fahren nach Hause. Vor der Tür zu Hause steigen Sie aus. Das Ding fährt weg. Wo fährt der jetzt hin? Mir doch egal. Wer macht das Ding sauber? Ich nicht. Wer wechselt denn die Reifen, wenn es kalt wird? Also ich nicht. Soll doch der Schwarmbetreiber machen. Weiß ich, wechseln Sie eigentlich gerne Reifen? Machen Sie das gerne? Suchen Sie gerne Parkplatz? Wie ist das? Bei Ihnen, tanken Sie gerne? Zahlen Sie gerne Knöllchen? Oder Parktickets? Merken Sie was? Sie machen den ganzen Tag Sachen, die Sie nicht gerne machen. Wissen Sie warum? Weil es noch keine Schwarmmobilität gibt. An dem Tag, wo diese Technologie auf der Straße ist, werden Sie nie wieder einen Parkplatz suchen. Sie werden nie mehr tanken, nie mehr eine Versicherung bezahlen für ein Auto. Sie werden nie mehr ein Knöllchen bezahlen und nie mehr einen Parkplatz suchen. Das ist alles vorbei. Halleluja. Ist das cool? Meine Damen und Herren, die Mobilität der Zukunft bedeutet Räume auf Rädern.
Achtung, ich will nach Hause. Wir sind zu sechst. Bitte ein großes Auto. Alles klar, kommt. Die Kinder sind dabei. Bitte ein Spielermobil. Ah, okay. Ich bin müde. Kann ich das Schlafmobil bitte haben? Ja, gut, okay. Oh, ich brauche Massage. Bitte Wellnessmobil. Flasche Sekt bitte dabei. Kostet ein bisschen extra, ist nicht schlimm. Ich muss frisiert werden. Friseurmobil bitte. Räume auf Rädern, die jedem von uns zur Verfügung stehen werden, jederzeit, egal ob sie jung oder alt sind, ob sie betrunken sind, einen Führerschein besitzen oder behindert sind. Völlig egal. Für jedermann. Und wir gewinnen Zeit. 38.000 Stunden sitzt ein Bundesbürger im Durchschnitt im Laufe seines Lebens hinter diesem verrückten Lenkrad. Was machen Sie in Zukunft mit der Zeit? Lesen Sie ein Buch, schauen Sie einen Film, spielen Sie mit Ihren Kindern, schmusen Sie doch während der Fahrt. Machen Sie was Sinnvolles, aber gucken Sie doch nicht die ganze Zeit in diesen blöden Straßenverkehr. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Meine Damen und Herren, unsere Städte verändern sich. Wenn das geschehen ist, verschmelzen in unseren Städten das, was heute getrennt ist. ÖPNV und Individualverkehr verschmelzen in einem System. In 10 Jahren steht in Hamburg kein Mensch mehr an der Bushaltestelle und wartet auf einen Dieselbus. Er nimmt das Ding in die Hand und sagt, hallo, ich will nach Hause. Das Thema ist durch, in dem Moment, wo diese Technologie da ist. Unsere Städte verändern sich. Kein Lärm, kein CO2, kein NOx. Wir kriegen Lebensqualität, deutlich mehr Lebensqualität in unsere Städte und wir kriegen Platz. In Wuppertal, wo ich herkomme, leisten sich 360.000 Wuppertalerinnen aktuell 200.000 Stehzeuge. Und wir organisieren für diese 200.000 Stehzeuge 650.000 Stellplätze. Alles wird frei davon. Was kann man damit machen? Hinter jedem Kino, vor jedem Supermarkt, in jedem Gewerbegebiet. Was machen wir mit dem ganzen Platz? Werden Sie kreativ, erfinden Sie Hamburg neu. Denken Sie sich einmal kurz Ihre Heimatstadt ohne Stehzeuge. Wow. Und wenn alle Fahrzeuge im Schwarm fahren, dann fahren Sie gleich schnell. Sie fahren Stoßstange an Stoßstange. Der Parkplatzsuchverkehr macht ein Drittel des Verkehrs in unseren Innenstädten aus. Ist vorbei. Keine Unfälle mehr, weniger Stopps. Das Ganze bedeutet, wir können auf den gleichen Infrastruktur, die wir haben, auf den gleichen Straßen viel mehr Mobilität organisieren, mit dem Fahrrad, mit den Schwarmmobilen, wie immer wir wollen. Wir kriegen eindeutig mehr Flexibilitäten im System. Und ja, wir gehen in die dritte Dimension. Die Lufttaxis kommen auch, und zwar sehr schnell, viel schneller als viele glauben. Die brauchen sowohl Landeplätze in den Städten als auch Luftstraßen in den Städten, damit sie wissen, wo sie langfliegen dürfen. Meine Damen und Herren, die Schwarmmobilität verändert unsere Welt und sie ist Teil dieser großen digitalen Transformation und sie führt uns in diese spannendste, in die aufregendste und auch in die gefährlichste Zeit der Menschheitsgeschichte. Das kann ich Ihnen nicht ersparen. Am Ende ist es so, es gibt kein Weiter-so mehr. Die Nummer ist durch. Wir brauchen immer dann, wenn wir Entscheidungen treffen, in der Politik oder in den Unternehmen, wo es um Investitionen geht, wo es um Infrastrukturentscheidungen geht, um Bildungskonzepte geht, wir brauchen immer den Blick endlich in die Welt von übermorgen. Wir machen meistens den Blick zurück in die letzten 30 Jahre und überlegen, was haben wir da gelernt? Ist das jetzt gut oder so oder schlecht, wenn wir das so und so entscheiden? Wir brauchen den Blick in die Welt von übermorgen, um nicht ständig katastrophale Fehlentscheidungen zu treffen. Am Ende ist es so, wir brauchen Digitalkompetenz, und zwar jeder. Und das ist eine ganz große Bitte an Sie, die ich habe. Helfen Sie bitte, niemandem analog zu bleiben. Ich meine Sie jetzt nicht, aber ich will das nur sagen. Jeder Mensch, der keine Digitalkompetenz entwickelt, wird irgendwann in den nächsten Jahren, das ist ja heute schon teilweise so, komplett ausgegrenzt in unserer Gesellschaft, weil es wird alles digitalisiert. Und wer dann nicht die Fähigkeit besitzt, damit umzugehen, der kriegt irgendwann kein Brötchen mehr und kein Kinoticket und kein Theaterticket und der kommt auch nirgends mehr hin. Also insofern helfen Sie den Menschen, sich zu befähigen, weil sonst werden diese Leute irgendwann in unserer Gesellschaft komplett ausgegrenzt. Wir erleben einen großen Umbau unserer staatlichen Systeme und bekommen den noch in viel größerem Maße. Unser politisches System, Sie haben es bei der Bundestagswahl erlebt, ist in einem großen Umbruch. Die sogenannten Volksparteien sind Geschichte. Das wird weitergehen. Unser Bildungssystem war bis jetzt schon ziemlich schlecht. Für das, was jetzt kommt, ist es in keinster Weise vorbereitet. Unsere staatlichen Entlohnungs-, Steuer-, Sozialversicherungssysteme müssen wir neu erfinden. Sie sind überhaupt nicht auf das vorbereitet, was jetzt kommt. Ist nicht schlimm, aber wir müssen das machen. Wir müssen aber vor allem das tun. Wir müssen unseren Föderalismus neu gestalten. Meine Damen und Herren, was wir in diesem Land machen, ist der völlige Wahnsinn. Wir bürokratisieren uns zu Tode. Wie kann man auf die Idee kommen, in einem Industrieland 16 verschiedene Bildungskonzepte zu organisieren? Wie kann man auf die Idee kommen, 16 verschiedene Baugesetzverordnungen zu haben? Warum muss ein Fertighaushersteller ein Haus für Hessen völlig anders produzieren als für Bayern oder Nordrhein-Westfalen? Das macht doch keinen Sinn. Warum gibt es 60 Eichgesetzverordnungen, 60 Denkmalschutzgesetze in diesem Land? Das ist
alles Wahnsinn, was wir hier machen. Also nicht den Föderalismus abschaffen, aber ihn verändern, wieder dahin führen, wo er Sinn macht. Sprechen Sie ja mit Politikerinnen und Politikern, die Sie kennen. Da brauchen wir jetzt wirklich Mut. Und ich glaube, wir werden diese Debatte führen müssen. Ist unser Wirtschaftssystem so, wie es sich in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt hat, nämlich von einer sozialen Marktwirtschaft kommend hin zu einer Art Raubtierkapitalismus, ist das eigentlich wirklich das System, was unsere Kinder in die Zukunft bringen wird? Macht das Sinn, dass ein Reisebus voller Milliardäre mehr Vermögen hat als die Hälfte der Weltbevölkerung? Sind die so viel fleißiger, sind die so viel besser? Ist das sinnvoll, was wir da gerade machen? Oder müssen wir vielleicht mal an dem System arbeiten und sagen, wir müssen wieder dahin kommen, dass es wirklich Chancengleichheit gibt und dass es tatsächlich Leistung belohnt wird? Das ist ja heute gar nicht der Fall an der Stelle. Wir müssen doch dahin kommen, dass wir wieder gemeinwohlorientierte Ökonomie haben, anders als das heute an vielen Stellen. Nicht überall. Gerade beim Mittelstand ist das teilweise in Deutschland Gott sei Dank ja anders. Aber wir wissen auch alle die Beispiele, wo es eben nicht so ist. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Das Wichtigste ist, wir müssen die Menschen mitnehmen. Wenn wir es nicht schaffen, die Menschen da draußen mitzunehmen bei diesen ganzen dramatischen Veränderungsprozessen, die jetzt kommen, dann haben wir irgendwann den Mob auf der Straße. Wir müssen darauf achten, dass jeder hier draußen seine faire Chance bekommt, davon zu profitieren und am Ende zu den Gewinnerinnen und Gewinnern zu gehören. Sonst kriegen wir ein riesiges Problem. Wir spielen gerade das Finalspiel. Das ist so ein bisschen wie beim Sport, ne? Wenn es um was wirklich was geht, muss man sich entscheiden. Bleibe ich auf der Tribüne stehen und werfe ab und zu mal eine Bierflasche aufs Spielfeld oder ziehe ich mir ein Trikot an und gehe auf den Platz und spiele mit und trete vielleicht auch mal ein Tor. Wir spielen gerade das Finalspiel. Es geht um das Überleben der Gattung Mensch. Und Sie müssen sich entscheiden, genauso wie ich. Wollen Sie auf dem Spielfeld sein? Wollen Sie ein Tor treten? Wollen Sie wirklich einen Beitrag leisten dazu, dass es gelingt? Oder reicht es Ihnen ab und zu klatschen oder Buhu zu rufen? Entscheiden Sie sich. Meine Damen und Herren, wir brauchen viel Mut in den nächsten Jahren. Und das ist nicht einfach in einem Land voller Angsthasen. Und das sind wir. Wir brauchen Mut, weil wir werden an Stellen in den nächsten Jahren Ja sagen müssen, wo wir immer Nein gesagt hätten. Wir müssen was riskieren lernen. Wir müssen endlich was wagen. Wir müssen endlich Lust zum Scheitern entwickeln. Weil wenn wir nicht Lust zum Scheitern haben, werden wir auch nie eine Kultur des Sieges bekommen. Aber nur beim Scheitern entwickelt man sich weiter. Das weiß jeder, der schon mal gescheitert ist. Nur dann entwickelst du dich wirklich weiter. Erfolge machen nur besoffen und reich, aber bringen keine Entwicklung. Die Risiken in diesen ganzen Veränderungsprozessen sind gewaltig, aber sie sind alle da und sie gehen nicht von alleine wieder weg. Das heißt also, wir können diese Risiken nur beherrschen lernen und wir müssen sie beherrschen lernen, damit wir überleben können und damit wir dann von den gigantischen Chancen, zum Beispiel dieser Digitalisierung, am Ende profitieren können. Und die Chancen sind riesig. Aber dafür müssen wir Kompetenz entwickeln und vom Denken zum Handeln kommen. Meine Damen und Herren, Verantwortung übernehmen, wir alle. Weil letztendlich hängt es jetzt an uns. Wir müssen es machen. Es ist niemand anders da außer uns. Und wir müssen in den nächsten Jahren Haltung beweisen. Weil glauben Sie mir bitte, es wird ruppig werden an der einen oder anderen Stelle. Wir kriegen große Verteilungskämpfe in unserer Gesellschaft. Und dann werden wir Auseinandersetzungen erleben, die wir vielleicht bisher noch gar nicht gekannt haben. Und dann heißt es Haltung beweisen und für die eigenen Werte einstehen. Nicht umfallen, wenn die Jungs und die Mädels kommen, die glauben, sie machen, es würde sich lohnen, mal wieder in die Vergangenheit zurückzugehen, in die 70er, 80er Jahre zurückzufallen. Oder die Menschen, die versuchen, unsere Gesellschaft zu spalten. Das Wichtigste aber, vom Denken zum Handeln kommen. Endlich machen. In diesem Land wird so unfassbar viel gequatscht und so unglaublich wenig gemacht. Und das gilt für die Politik, jawohl, das wissen wir alle. Es gilt aber auch für uns als Gesellschaft im Ganzen, für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer und für jeden von uns, der hier sitzt. Bin sicher, wir alle könnten noch viel mehr tun, als wir bisher machen. Menschen, meine Damen und Herren, haben immer die Probleme ihrer Zeit gelöst. Deswegen sitzen wir heute in der besten Welt, die es je für Menschen gegeben hat. Und ich will zum Abschluss meines Vortrags ein kleines Video von Apple zeigen, der etwas darüber zeigt, über Menschen zeigt, die daran beteiligt waren, dass wir heute so hier sitzen können. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward.
while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Film, meine Damen und Herren, ich denke, Sie haben die einen oder anderen wiedererkannt, haben alle dazu beigetragen, dass diese Welt sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Jeder von denen zu seiner Zeit, in der er oder sie gelebt hat, jeder von denen mit seinen Möglichkeiten, als Sportler, als Politiker, als Ingenieur, wie auch immer. Ich glaube, wir können unglaublich dankbar sein, dass es alle diese Menschen gegeben hat, denn die haben alle ihren Job gemacht. Und jetzt, meine Damen und Herren, sind wir dran. Jetzt müssen wir unseren Job machen. Und deswegen ist meine große Bitte an Sie alle, lassen Sie uns gemeinsam alle Zukunftsmacherinnen und Zukunftsmacher werden. Wir müssen das jetzt zusammen machen. Danke.